Was bedeutet At-Ta'til? Das Wort At-Ta'til bedeutet sprachlich etwas ausleeren. Sprachlich etwas ausleeren. Öde. Und das wird in diesem Kontext auch im Koran verwendet. Allah Ta'ala sagt: فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ Wort Ta'til. Wie viele Städte, die Unrecht taten, vernichteten wir, sodass sie wüst in Trümmern lagen? Und wie viele nun verlassenen Brunnen? Mu'attala, Brunnen. Was ist fachlich damit gemeint in der Aqidah, im Kontext der Aqidah? Im Kontext der Aqidah ist damit die Negierung der Bedeutungen, der Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas gemeint. Das Ausleeren dieser Begriffe von ihren Bedeutungen, sodass sie nur noch wie so leere Schalen sind. Ja? Eine Schale, in der der Kern nicht mehr da ist. Das bedeutet der Ta'til. Eine Frage an euch jetzt. Wir haben ja verstanden, was der Ta'wil ist. Und jetzt haben wir auch verstanden, was der Ta'til ist. Was ist der Unterschied zwischen beiden? Gibt es eine Beziehung zwischen beiden und Punkte, wo sie unterschiedlich sind und Punkte, wo sie aufeinandertreffen? Was von beiden ist allgemeiner? Ich meine mit allgemeiner, eines von diesen beiden umfasst und umschließt immer das andere mit. Wir haben jetzt den Tahrif. Tahrif haben wir gesagt, Uminterpretierung. Bei dem Ta'til passiert Folgendes. Den Bedeutungen wird den Ausdrücken wird ihre Bedeutung entzogen, sie wird von den Bedeutungen ausgeleert, wird aber nicht mit anderen belegt. Wird nicht mit anderen Bedeutungen belegt. Beim Tahrif wird die Bedeutung erstmal, die natürliche sprachliche Erstbedeutung wird entleert und sie wird mit neuen Bedeutungen belegt. Das heißt, jeder Tahrif beinhaltet auch den Ta'til. Aber nicht jeder Ta'til beinhaltet den Tahrif. Es kann ja sein, er sagt, ich weiß nicht, wir wissen nicht, was diese Eigenschaften bedeuten. Ja? Sie haben bei Allah Ta'ala gewisse Bedeutungen, die kennen wir aber nicht. Aber er schweigt über ihre Bedeutung. Er schweigt gänzlich über die Bedeutung. Er belegt diese Begriffe nicht mit anderen vordergründigen Bedeutungen. Das heißt, nicht jeder, der den Ta'til begeht, begeht auch den Tahrif. Aber jeder, der den Tahrif begeht, der begeht den Ta'til. Deswegen ist der Ta'til, der Tahrif allgemeiner.